Space Funeral. Dies ist ein kurzes Rollenspiel, was mit dem RPG Maker 2003 erstellt worden ist, wo du wie üblich die Welt retten musst und so ein Zeug. Die Story ist in etwa so. Die Welt, in der du dich befindest, wird von einer Korruption heimgesucht, was dafür sorgt, dass die Grafik nach MS Paint aussieht und das eine oder andere eine Vorliebe für Blut hat. So ist es die Aufgabe von Philip, eine Heulsuse in einem Pyjama die Welt zu retten. Und auf seinem Weg wird er vielen Gefahren entgegenkommen. Von ulkig ausschauenden Gegnern bis zu NPCs, dessen Kopf abgeschlagen wurde. Neben den üblichen Aktionen wie Kämpfen, Magie und so ein Zeug, hast du auch eine Mystery-Funktion, die einmal im Kampf eingesetzt werden kann. Was dies macht, ist immer zufällig. Manchmal hilft es dir im Kampf, manchmal macht es auch deine Situation schlimmer. Doch selbst wenn du gelegentlich Pech in deinem Abenteuer hast, macht es kaum was aus, weil du relativ einfach und schnell durch das Spiel durchkommen kannst. Das Spiel könnte man als eine Art Drogentrip bezeichnen. Nichts im gesamten Spiel macht irgendwie einen Sinn. Weder die Dialoge, noch die Geschichte und erst recht nicht die Orte, die du besuchst. Und ebenso hat es hier und da das eine Horrorelement im Spiel. Doch meistens wird das von dem seltsamen Zeug in diesem Spiel überdeckt. Doch aus irgendeinem Grund gibt es in diesem Spiel eine Art Charme, was einfach nicht nachgemacht werden kann. Von der lächerlich ausschauenden Grafik bis zu dem bizarren Humor, was dieses Spiel abgibt. Die Musik ist ziemlich seltsam. Es klingt meistens nach Musikstücken aus alten Fernsehserien. Aber es ist auch eine recht gute Kampfmusik. Nun, ehrlich gesagt gibt es nicht sehr viel zu diesem Spiel zu sagen. Jedenfalls, das war mein Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, schreibt mir in den Kommentaren, was ich ändern sollte.